Herzlich willkommen bei Brandon Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Wir wissen alle, dass wir heute nachts eine totale Mondfinsternis hatten und dass dadurch der Blutmond zu sehen war. Ich möchte in diesem Video erklären, wie der Blutmond entsteht und anhand des heutigen Ereignisses auch kurz zeigen, wie eine totale Mondfinsternis abläuft. Ich habe hier eine Abbildung angefertigt. Man sieht hier die Sonne und die Erde. Also man sieht zweimal den Halbschatten, der sich so etwas oberhalb bzw. außerhalb der Erde befindet, und den Kernschatten, was sich direkt hinter der Erde befindet. Das ganze Schauspiel mit dem Mond begann heute Morgen um 3.32 Uhr. Der Halbschatten von der Erde berührt den Mond. Und somit begann der Halbschattenfinsternis. Das Ganze ging so bis 4.27 Uhr, wo dann der Kernschatten den Mond berührt hat, also ein Teil von dem Mond. Und somit begann ein partieller Mondfinsternis. Partieller Mondfinsternis heißt, dass sich ein Teil des Mondes im Kernschatten befindet und der andere Teil des Mondes befindet sich noch im Halbschatten. Und ab 5.29 Uhr dann begann der Kernschattenfinsternis, weil der gesamte Mond sich von nun an im Kernschatten befindet. Dabei färbte sich der Mond rötlich und man konnte den Blutmond sehen. Aber nun zu meiner Frage von vorhin. Wie entsteht dieser Blutmond überhaupt? Also wenn man sich den Mond im Normalfall anguckt, ohne dass jetzt eine Mondfinsternis herrscht, wird der Mond von der Sonne mit kurzwelligen blauen Strahlen und langwelligen roten Strahlen bestrahlt. Das heißt, der Mond leuchtet dann dadurch weiß. Bei einer totalen Mondfinsternis geschieht Folgendes. Der Mond befindet sich im Kernschatten der Erde. Und wenn man sich dann auf dem Mond angenommen befinden würde und in den Himmel schaut, sieht man, dass die Sonne von der Erde komplett bedeckt wird. Denn was für uns eine totale Mondfinsternis ist, wäre vom Mond aus gesehen eine totale Sonnenfinsternis. Das heißt, es kommen kaum noch Sonnenstrahlen an. Und das Ganze läuft folgendermaßen ab: Wenn die Sonnenstrahlen in die Erdatmosphäre gelangen, wird das Licht, was von der Sonne ankommt, nach innen gebrochen, während die blauen Anteile des Sonnenlichtes durch Streuung geschwächt wird. Somit können nur noch die roten langwelligen Strahlen die Erdatmosphäre durchqueren und somit den Mond erreichen. Und das führt dann dazu, dass der Mond rot leuchtet, was man auch als Blutmond bezeichnet. Nachdem wir jetzt wissen, wie der Blutmond entsteht, geht es mit der Reise für unseren Mond weiter. Nachdem um 5.29 Uhr der totale Mondfinsternis begann, da sich der Mond komplett im Kernschatten der Erde befand, geht das Ganze um 6.53 Uhr wieder in eine partielle Mondfinsternis über, da um diese Zeit die totale Mondfinsternis dann wieder endete. Das heißt, von nun an befindet sich der Mond teilweise im Kernschatten und teilweise im Halbschatten. Nur ich habe das mit 6.53 Uhr nicht mehr mit in die Zeichnung übernommen, da sonst alles ziemlich eng gewesen wäre. Um 7.55 Uhr dann endete dann auch die partielle Mondfinsternis. Also der Mond befindet sich jetzt vollständig nur noch im Halbschatten. Und um 8.50 Uhr war dann die Finsternis zu Ende. Der Mond ist von nun an wieder normal. Aber jetzt zu der anderen Sache. Wann und wo konnte man den Blutmond sehen? Das Problem ist so, da um 5.29 Uhr der totale Mondfinsternis begann, und in vielen Städten von Deutschland der Mond schon bereits vor um 5:30 unterging, war die Beobachtung dann ziemlich schwierig. Und in den Orten, wo man immerhin den Anfangsstatus von dem Blutmond sehen konnte, waren sie nur für eine sehr kurze Zeit möglich, da spätestens um 5:45 überall in Deutschland der Mond untergegangen ist. Aber wenn man jetzt den Blutmond hätte sehen wollen, wären ideale Orte Südamerika und Mittelamerika gewesen, der Süden von Nordamerika, aber auch europäische Länder wie Spanien und Portugal. Nur es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich jetzt einer in diesen Ländern befindet. Und das ist natürlich das Problem.
Also man hatte Glück und man hat in einer deutschen Stadt gelebt, wo der Mond erst um 5:45 unterging. Da hätte man wenigstens ein paar Minuten von dem Blutmond noch sehen können. Also in meiner Gegend zum Beispiel wäre das mit dem Blutmond nicht möglich gewesen, da ich in Sachsen-Anhalt wohne. Und da ging der Mond dann schon vor Beginn der totalen Mondfinsternis schon bereits unter. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst gern ein Like da und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.